Einen wunderschönen guten Tag, Ramona. Hallo. Na, wie sieht's aus? Alles klar? Moin, Tutas. Zu steil. Ja, ich habe hier echt eine coole Winterschlacht gehabt gestern Abend. Das ist so hoch. Ja, ich normalerweise eigentlich ausstreamen müssen. Also so hoch habe ich noch nie Schnee voll gehabt hier im bei allen Geos. Das ist das Tiroler Geo, was ich drauf habe. Gut, das Einzige ist ja auf dieser Map war, dass du die Straßen, also du konntest die Ränder freischieben. Aber, Alter, ich war echt gut dran getan, dass ich hier gleich beim ersten Schneefall hier auf dem Hof angefangen habe zu schieben und dass ich hier Salz gestreut hatte, Alter, was da die zweite Nacht hier runterkam. Also da lag hier so ungefähr einen halben Meter. Also bis zur Radnabe war vorne der Bührer weg. Naja. Aber ist auch schnell wieder weggetaut. Jetzt habe ich 2 Tage Sonnenschein gehabt bis jetzt. Und ja, das kann ich schon wieder auf die Felder drauf. Ich habe einmal versucht, bei Schneegülle zu fahren, aber das ging nicht. Moritz Neumann, moin! Ja, bei mir auch. Ich habe mich hier wieder ein bisschen festgespielt. Eigentlich hätte ich heute Nachmittag noch ein paar Sachen regeln wollen, aber irgendwie komme ich hier nicht weg. Was heute ansteht, Gülle. Gülle. Gülle und der Helfer wird nebenbei noch pflügen, so irgendwie, ne? Weil ist ja Frühjahr und ja. Ich habe das Geo auch. Ich habe es zwar einen Tag verlängert, habe jetzt 2 Tage. Mal gucken, wie ich da so mit hinkomme. Aber eigentlich müsste ich für die Sommersaison hier für das Grasmähen auf 3 Tage gehen. Markus, hallo. Gut geht's und selbst? Ach ja, ich habe immer Schwierigkeiten, hier die Trigger zu finden, richtig, ey. Nicht von dem optischen Füllstand täuschen lassen. Also da ist noch ein bisschen was drin. Das sind noch jetzt 230.000 Liter. Also vom Stickstoffgehalt her reicht Gülle alleine nicht. Na, ich habe es auch einmal versucht und die Ausbringmenge hier manuell gemacht und bin langsam gefahren und so, aber man will das Spiel nicht richtig. Ich musste anschließend nochmal so nicht bei allen Feldern, also auf den Grasfeldern hier, da sehe ich das nicht so eng mit dem Stickstoff und so. Also das nicht auf volle Kanne steht, das, ich habe
Ich habe hier genug zu mähen. Das ist nicht so tragisch, aber bei den Ackerflächen geht natürlich auf Maximum. Was mir geht's gut. Ich habe mir gestern zwei Landsbrüder gegeben, einen Ackerluft und noch einen anderen Lands. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen Lands, habe ich aber noch nicht. Aber ich meine, ich hätte auch irgendwie einen Lands hier drin. Aber ich habe ihn noch nicht. Ah, hier, der. So einen habe ich. Wollte ich mir mal irgendwo als Deko hinstellen auf einer Map. Kannst du auch einen John Deere Lands draus machen. Ist das der? Oder hast du noch einen anderen? Oder meinst du, hast du die Idee in echt geholt, Alter? Dann bist du schwer reich, ey. Ja, hast du. Ja, okay, Markus. Hätte ich früher auch gerne gehabt, aber da. Wo ich drauf gekommen bin, dass ich auch wohl ein Lanz haben möchte, weil ich bin eigentlich immer Hanomag. Mensch gewesen, aber ich habe viele Hanomags gehabt. Und dann irgendwann auf dem Treffen war ich dann auch mal so fasziniert, ne, von dem Anschmeißen und so. Und also auch vom Bremswagen, also der kackt sich ja auch echt nicht an, so ein 50er Lanzer. Aber da waren die schon so teuer, da hier. Ja, habe ich keinen mehr gekriegt. Ex-Arbeitskollege, der ist auch auf jedem Ultima-Treffen. Der hat auch einen 45er, 45 PNs. Oh Gott, wie heißt die? Ist die Typenbezeichnung noch D? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 45er Lanz, Baujahr 41 oder sowas. Und unrestauriert. Das finde ich immer am geilsten. Weil seine Kisten, also er restauriert die nicht. Also die hat die technisch, macht er die zwar so hin, dass die dann echt top sind, aber also absolute Patina, aber finde ich auch gut. Hier bei den ollen Grasstücken, die sind manchmal sind die Flächen so dämlich vorgegeben. Ne? Sechzehn, ja, sagenhaft, du. Nee, also da hier, da konnte ich immer nur von träumen, Markus. Da konnte ich leider immer nur von träumen. Also wenn ich ein bisschen auf Zack gewesen wäre, ganz am Anfang, ne? Dann, also konntest du hier aber, bevor die ganze Oldtimer-Szene da sich so gegründet hatte und scharf drauf wurde, da hättest du hier echt noch ein paar Schnäppchen machen können. Aber wie gesagt, ich habe immer Hanomag gekauft, weil ich so fasziniert von den Hanomag-Kisten war. Ach so, im Spiel hast du die. Ja, auch gut im Spiel. Ich dachte schon, der ist dann echt. Ja, im Spiel ist auch schön. Im Spiel habe ich auch ein Video gesehen. Typenbezeichnung bin ich am Anfang auch ein bisschen gut durcheinander gekommen, weil hier gesagt mit Deutz hat ja auch nur 6 Serie. Dann hast du da die ganzen Typen im Kopf, ne? Naja, und Lanz hat auch nur 6 Serie.
Also auf dieses Stück hier, du, das ist aber, das will aber gut was haben. Ah, das habe ich auch noch gar nicht erfasst, ne? Oder wie war das? Scheiße, Alter. Aber komischerweise, der Güllewagen erfasst das irgendwie wohl, ne? Mit dem Stickstoff und so. Obwohl ich das Feld vorher noch gar nicht... Da meine ich, dass ich das noch gar nicht ausgemessen habe. Warte, ich gucke gleich mal hier. Naja, aber das werde ich dann jetzt auch nicht machen. Auch wenn ich es vergessen haben sollte. Weil wir sowieso gleich fertig damit. So, das... Habe ich das schon? Nee, natürlich nicht. Deswegen braucht ihr auch so viel Gülle hier. Naja, gut. Diesen, ja, More Realistic heißt das ja nicht, also diesen Realistic, ja, diesen Rea-Mod, wie er sich schimpft, habe ich mit drauf genommen. Also den Lindner hier bremst das überhaupt nicht. Doch, du kannst es ein bisschen merken, wenn du jetzt mit dem vollen Fass anfährst und so, obwohl du es richtig schön gut merken kannst, dass beim Radlader, ne, wenn er Gewicht vorne kriegt, der ist dann richtig schön am Schaukeln. Mal von hier drauf gefahren. Ah, gut, ja. Ah, hier muss noch ein Zaun umzu. Du hast jetzt eine Pullenkarte für LS19, jawohl. Ja, irgendwo war einer auf dem Mod-Hub oder so, ne? Oh, war wieder schön viel zu weit weggefahren hier. Ach, können wir was in den Tag machen? Die Gaudi möchte ich mir auch mal geben mit einer Pulling-Map, sowas. Aber... richtige Pulling-Traktoren gibt es, glaube ich, nicht, ne? Da muss ich die Standard-Dinger oder die Mods gegeneinander antreten lassen. Servus Ritchie, einen wunderschönen guten Tag. Ja, das ist manchmal auch was mit. Also ein Schlauch musste ich hier leider in das Silo reinschmeißen, weil ich hatte die auseinandergenommen, hier die Leitung vom Umpumpen, und habe das schon hierher geschmissen. In so einer Sideways-Bewegung flog das Ende dann da in den Silo-Behälter, und Gott sei Dank hat er dann gemeint, der Schlauch, er kann da nicht mehr raus und steckte hier in der Wand fest, was sichtlich dämlich aussah.
Aber irgendwie habe ich nochmal zum Packen gekriegt und dann reingeschmissen und jetzt ist da irgendwie jetzt was am Schlaufen drin. Ja, aber es macht ein bisschen Verlust ist immer, ne? Also erfasst hat er das, ne? Obwohl ich das nicht ausgemessen habe, sonst würde das mit den Ausbringmengen ja hier nicht hinhauen, oder? Oder erkennt er nur, wo er schon gefahren hat und schaltet deswegen aus? Ich weiß es nicht. Naja, Hauptsache die Gülle ist weg. Mit welchen Traktoren war der denn jetzt schon am Pullen auf der Map, Markus? Mit Big Butt und Co. oder was? Nee, die will er nicht. Was ist das, Robert? Ich habe noch eine Spur vergessen. Hülle in Hülle und Fülle. Nee, noch nicht, noch geht das alles. Aber jetzt diese Saison, da wird das extrem mehr werden. Ne? Die Kühe sind gewachsen und haben gekalbt und ich habe noch ein paar Bullen und ja, die BGA wird dieses Jahr auf jeden Fall mehr laufen. Dass wir hier mal aus den roten Zahlen kommen und dann...
Hey, Graue, bist du auch wieder da? Das ist ja schön. Schon überlegen, ob ich mir, ich muss mal gucken, wie weit das hier reicht. Also weil ich werde nicht alle Flächen, glaube ich, mit Gülle voll kriegen, aber falls doch, ich war auch schon überlegen, ob ich mir mal diesen LKW von Lindner leihe. Mit dem aufgebauten Güllefass und da an dem Steilhang, wo der Weizen steht, ob ich das Stück auch noch eben einmal drüber quaken soll, weil ich glaube, das kann auch noch ein bisschen Stickstoff vertragen. Oder? Wie war das da mit dem mit this Stickstoff? Oh ne, sieht ja ganz gut aus. Da brauche ich gar nicht mehr hin. Da brauche ich gar nicht mehr hin. Da brauchen wir gar nicht mehr hin. So. Halt. So, ich sitze ja noch drin. Ja. Schlau. So, jetzt habe ich noch ein Maisland, was ich eh pflügen muss. Jetzt, was mache ich jetzt? Ich glaube, Mist habe ich auch noch. Geld habe ich ein bisschen auf Konto. Ah, vielleicht machen wir so einen Miststreuer dazu, dass das auch wegkommt. Ist da vorne schon so hoch. Ich meine, so viel Mist ist das, glaube ich, nicht. Wird mir das angezeigt hier, wie viel Mist die da haben? Auf einmal 6000. Was haben wir denn für Miststreuer? PS, der gute alte Ursus, wa? Oh, der Lias, ja richtig. Ach du Scheiße, das Ding haben wir ja auch noch. Warte mal, was kostet der denn? Scheiße, wo steht denn der jetzt hier? ABCDEF. Tausend, ah, ich weiß auch nicht, nee, der. Also Miststreuen kann man da gut mit, funktionieren tut er, also den habe ich schon mal auf irgendeiner Map auch mal gehabt. Aber ich glaube, ich hole mir hier den guten alten Ursus. Tausend, ja, so viel Mist habe ich ja nicht. Reifenhersteller, was kann ich denn hier für Reifen noch? Können wir da noch was? Können wir da noch was? Geht da noch was? Nochmal Trelleborg, wieso? Konfirmiststreuer, Standard, was? Ey, was ist das denn? Seit wann geht das denn? Dann nehmen wir den auf jeden Fall. Das ist ja geil. Wusste ich ja gar nicht, dass das jetzt auf einmal geht hier. Den kaufen wir auch. Was kostest du? 31.000? Jo. Ja, irgend sowas. Also ich weiß das auch nicht genau. Irgendwie so. Tscheche, Pole, irgendwie sowas. So, und der Ursus braucht jetzt 150 PS.
Der Rigitruck hat 150 PS. Obwohl so ein Hightech-Ding da mit seinem voll. Mit seinem automatischen Getriebe und so. Nee, komm, also dann. Ich glaube, der kommt da besser mit klar hier, der. Unimog, ich muss ja auch nur in der Ebene fahren. Also die, wie gesagt, die. Ja, aber erzähl ich, ihr habt das ja alles gesehen. Die Ackerflächen. Sonst so, die sind ja alle unten in der Ebene. Hatti Krieger, hi, moin moin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Unimog durch den Reha-Mod mehr Leistung gekriegt hat. Der hier beschleunigt viel schneller. Das kann doch nicht angehen, oder? Überall zu schütteln. WG? Heißt sicher, wie geht's? Ja, ja, gut geht's. Gut geht's. Was war das denn? Ich habe Simple IC mal wieder mit drauf genommen, der Unimog scheint es auch zu haben. Ich kann die jetzt aufmachen hier. Oh, beißt sich das mit dem Handmod? Ist ja fantastisch. Ah, beißt sich wohl irgendwie mit dem Handmod, oder? Was hast du gehört? Warte, ich muss mit dem Kippe drehen. Hier, hab mal gehört, dass du die Glühköpfe beim Lanz nicht mehr in der Scheune anheizen durftest nach einer Zeit, weil die ziemlich schnell zu Bränden geführt haben. Also ja, also hier, ich weiß nicht, ob das irgendein ein offizielles Verbot gab, aber also, ne, wenn du dir das vorstellst in der Scheune und dann mit der Lötlampe da. Aber das war, glaube ich, nicht der eigentliche Grund. Jonas, auf jeden Fall kenne ich dich noch. Wie könnte ich dich jemals vergessen? Der eigentliche Grund ist, genau wie wenn du so ein uralt Hanomag fährst, parkst du den besser nicht in der Scheune, weil, falls du mal einen Brand in der Scheune hast, kriegst du die nicht raus. Weil, ja, ne, also, bis du den Lanz angekurbelt hast, ne, das, dauert ewig. Mein Anheizen bei der brennenden Scheune tut er bestimmt prima, aber hier, ne? Und ein Hanomag weiß der auch. Also bevor der braucht ja auch erstmal. Der muss ja erstmal 3 Minuten drauf rumglühen und dann braucht er mit Orgel im Anlasser dann auch nochmal 1 Minute, bis er irgendwie zum Leben erwacht. Also
Das haben die bei uns immer scherzhafterweise gesagt. Hanno mag den bist du nie um die Stelle hemmen, hat der den Brand, die auf den kriegst du nie gut. Ja, ich bin halt einfältig, Jonas. Mir fallen, ne, so viele Sprüche fallen mir auch nicht ein hier. Oder meinst du dich? Du sagst ja auch immer denselben Spruch. Ich kann nicht klagen. Heizung voll auf. Schön warm, ne? Fenster auch noch auf, ne? Dass nicht zu trockene Luft wird. Schön warm Kaffee, ja, der ist auch gleich alle. Einkaufen muss ich auch nicht. Also hier, ja, also ich kann mich hier heute schön einigeln und ein bisschen rumsuchten. Ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wie ich dieses Kreuz von der IC-Steuerung auch hier deaktivieren kann, dass ich das nicht dauernd hier im Auto vor der Linse habe, weil der New Holland, der Fiat AL, der Mähdrescher, der hat das auch. Und bei dem Fiat brauchst du das auch im Stil, hier, den kannst du ja spielen ohne IC, aber der hier bei dem Fiat AL Mähdrescher, da brauchst du das, sonst kriegst du das Abtankrohr nicht ausgefahren und all solche Scherze. Ist das ja, ne? Cool ist das ja, da gibt es ja nichts. Ich muss immer schauen, ob du mich noch kennst, ja. Ja. Nee, aber was du sagst mit den Lanzers, das kann schon sein. Also, wie gesagt, ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Hühnerfutter drin, wa? Ja, das finde ich, also das ist eine richtig coole Sache hier bei dem Rehamod. Also die Schaufelgewichte vom Radlader, die kannst du merken, wa? Mal jetzt mal vorsichtig rausfahren, nicht, dass er sich hinten so weit aushebt, dass ich gleich, ne, genau. Weil mit der Schippe dran, wenn ich die voll Getreide habe, also wenn ich über den Buckel fahre, dann hebt er auch gerne mal hinten ab, ne? Jetzt andere Gewichte an. Warte mal, da muss ich hin, da muss ich hin. Warte mal, einmal hier drüber fahren, ob man das sieht. Der kann halt noch heben, aber du merkst echt gut, dass der vorne ziemlich was drin hat, ne? Ich habe auch gar keine andere Schaufel, da fällt mir gerade ein. Also wenn ich die Schaufel voll Mist hau komplett, ich glaube, dann macht der aber dicke Backen, wa? Mein Ja. Du hattest, ja, Alter, dann freust du dich doch auch, oder? Wenn du jetzt Tool 2 hast. Rumsparen, ne? Licht ausschalten hier. Wo war der Lichtschalter auch noch? War der hier drin? Glaube, der war es, ne? Ja, oh, das war die Tür. Lichtschalter. Und die Kühe schon Wasser.
muss der Schalter gewesen sein. Könnte man mit dem Radlader beladen, aber irgendwie ist das auch die Scheiße mit dem Drehrad. Aber jetzt will ich mal, das Ding habe ich nämlich auch noch nie in Benutzung gehabt. Warte, gucken hier. Versuchen wir doch noch irgendwas anderes. Wenn das nicht zu teuer ist, das Gerät. Hui, ist es nicht. Ja, wisst ihr, wo das steht hier? War das bei Diverses? Den habe ich auch noch nie gespielt. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal probiert? Funktioniert der? Farbe. Atlas Orange. Was kostet denn? 16.000? Oh, Robert, das kannst du noch gerade so verknusen. So, zurück. Okay. Und hat er auch noch Greifer, Greiferschaufel, Dunggabel. Zwei Schalengreifer für Rügen, ja, dunkel, die brauchen wir auch noch. Jonas, schön, dass du eben reingeguckt hast, dir auch noch einen schönen Tag. Heckbagger oder von Heckbagger muss ein rustikaler Trecker, oder? Nimm wir den mal. Kommst auch mal vom Futtermischwagen weg hier. Ah, die Echse,
Ja, ich muss noch mal gucken, wie ich das HUD ausschalte. Ja? Aber jetzt weiß ich das nicht. Aber die Xe, die man jetzt sieht, das ist, wenn ich jetzt ein Verdeck drauf hätte, dann könnte ich jetzt dieses, ja, also die Scheibe vorne auf und zu machen. Und die Tür seitlich auf und zu machen. Ne? Also, die Klappen. Da geht der Schrankbereich, ne? Ja, okay. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Was? Ach so. Hm. Lässt sie nie anfassen hier? Oh, Kinders. Ach so, wird von hier angekoppelt. Aha. Oh, ist ja auch easy. Weiter geht er gar nicht. Aha. Ja gut, ich fahre jetzt mal so damit, aber normal müssen wir fast einen Anhänger dahinter schmeißen. Oder kann man den in Transportstellung klappen? Egal. Für die eine Fahrt nach Hause hier, da hier sind ja glaube ich keine Brücken, oder? Muss ich jetzt. Ah, die Bahn. Die Bahn! Oh Gott, ist das Diesel betrieben dazu oder hat der Oberleitung?
Ups. Oh Gott, ja, das ist das Tolle an dem Booster hier, ne? Oh Mann, ey, ich kann sie auch nicht einsperren, ne? Ey, die Türen zu machen, laufen sie hier trotzdem rum. Naja, mal gucken, vielleicht geht's ja doch. Fenster gucken, yeah.
wäre das cool, wenn ich hier Joysticks hätte, wa? Abgehackte, ey. Wenn du das gut Bagger fahren kannst, ist es immer schwer mit anzugucken, ne? Mit Joysticks könnte man dann auch so machen, dass das ein bisschen flüssiger wäre, aber leider geht das nicht hier. Geht nicht hier mit der Maus. Aber der Bagger ist schon mal eine coole Sache, oder? Schon voll. Guten Tag, moin! Verdammten Kuh, die schicken mich alle voll hier. Und merk mir das auch nicht recht geben. Prigel, hallo Prigel. Guck mal, war die Zeit hier dann los. Ja, Prigel. Geh schnell wieder zu mir, ne? Prigel, guck mal, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wo war er denn? Dekos? Aber ich habe ihn noch nicht gesetzt. Der, ne? Prigel, der ist ein ganz schöner Zaun, den du da gemacht hast. Also jeder, der mal so hier, ich meine, der passt ja auch gut hin zum Hof. Jeder, also der so einen schönen alten Holzzaun haben will, ne? Einmal beim Modhub gucken oder beim Modhaus, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe. Und der ist von Prigel. Ja, das ist er. Hast du gut gemacht. Hast du echt gut gemacht. Ich muss mir ein bisschen Zeit nehmen, dass ich den auch schön hier irgendwie hinsetze, ne? Dass der dann auch gut kommt. Modhub, ja.
Halt, 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 halt! Einnahmen von Trends spende ich zu Ärzte ohne Grenzen. So ist richtig. Ja, du bist jetzt ja Millionär geworden mit dem Sound. Träger, dass du mit uns einfachen Leuten überhaupt noch redest hier. Was? Ja, ich, oh, Frigge, ich bin dir so dankbar. Gucken. Ich finde es schön, ich weiß nicht, der beim Stall und so, da ja, da würde sich das echt anbieten. Da würde auch, das ist mal gut, dass du das gesagt hast, weil der, wie gesagt, so ein alter Holzzaun, der würde echt gut hinpassen. Aber ich muss da eben ein bisschen Ruhe bei haben, sonst hier, damit das dann auch kommt, ne? Das Feld haben wir aber schon mit aufgenommen, oder? Jawohl. Das daneben hat schon einmal Gülle gekriegt, ne? Ja. Ach, lass ihn mal hinten anfangen, Robert. Also nur denn los. Kack dich mal nicht an hier, Unimog. Oh, er hat ja richtig Fahrspuren da rein, wa? Ah, jasses. Alter, der wird mir ja wohl nicht festfahren hier. Ey, Unimog, was ist denn mit dir los? Das kann doch nicht angehen. Alter. Ich glaube, ich muss ein Merkgewicht mit draufschmeißen. Alter Falter, ey. Ja, nimm Big Butt, genau. Ey.
Solange er vorwärts fährt, ne? Aber er hat doch ganz anders zu tun. Jetzt also bei dem, ja, kann auch sein, dass das, vielleicht ist es der Acker jetzt auch noch extrem weich. Also die Grasflächen gerade eben mit dem Lindner, da konnte ich nicht merken, dass der Lindner irgendwie mit dem Güllefass da sich aus der Reserve locken lässt. Ja gut, hier, das Ding, da braucht ein bisschen mehr Hau hier, aber... Sagenhaft, wa? Sagenhaft, ehrlich. Früh im Frühjahr, aber zeigt, dass du ein Mann bist hier. Ja, ganz souverän. Der Bührer, ne? Habe ich auch nicht anders erwartet von ihm. Habe ich auch echt nicht anders erwartet von ihm. Alter, der Mist, der stinkt auch eh. Der könnte wohl ein totes Kalb mitzwischen gewesen sein. Jesus, ne. Das Holz ist ja nicht voll. Jetzt los. Das kann doch nicht angehen. Oh. Henk, Henk, help me. Ja, doch lüge nicht. Oh mein Gott. Fast vorn die Speed. Ich kann mal worden. Nee. Nee. Oh Gott, meine Herztropfen. Was ist denn nun los? Wieso ist der Simple IC jetzt auch einmal weg hier? Das ist doch. Das ist, achso, der ist da noch. Da steht bloß Motor starten. Ne? Dann ist ja. Ah. Ja, nun wach mal, ey. Sag ich doch, wie fast vorn sind. Dann buchst du hier auch nicht wieder plögen. Ja, und nu? Story um Skid. Können wir wohl den Potzwilling-Hybrid die Takt schmieden und dem kicken, ob der das auch lookt. Ja, dann doch wie auch. Ach, Mensch, ich wollte doch eigentlich nur Mist fahren. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ich bin auch noch festgefahren, auch noch im Livestream hier. Und die scheiß Kühe, die stehen hier schon wieder mit ihren Ärschen in meinem Gesicht rum. Oh. Alter, hast du Kaffee klar? Ah, die Alte kocht noch schnell einen Kaffee. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Meine Nerven. Meine Nerven. Also zur Not haben wir den Radlader noch. Oh, wir haben ja noch einen Radlader hier stehen, Alter. Ja, den kriegen wir wieder aus dem Acker. Aber wir versuchen erstmal hier mit dem Regitrack. Ich fass es nicht. Da fährt der sich fest, ey. Das hat der Unimog hier noch nie gemacht. Ich brauche echt ein Heckgewicht da drauf, oder? Oder soll ich warten, bis das... Ah, oh, ich habe fast 30% Bodenfeuchte. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das...
das so gut drauf reagiert hier, dieses Reh. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Genau, schön den Weg stellen. Hatti, willkommen zurück. Hatti, ich habe mich gerade festgefahren. Ich muss jetzt erstmal zum Shop und Kette holen und Zwillingsreifen drauf und hoffen, dass der. Ja, der Unimog steckt fest mit dem Miststeuer. Immer noch gut, Hatti. Immer noch gut, aber ich krieg Kaffeedurst. Ich muss mir gleich erstmal nochmal einen Kaffee einschenken hier. Ja, mit dem Mistbagger hat gut geklappt, ne? Habe ich noch ein Frontgewicht für die Gurke? Ne, Frontgewicht braucht er hier gar nicht. Dann kann ich besser ein Heckgewicht verpassen, so wie der gebaut ist. Der sieht so aus, als wäre ziemlich kotzlastig, der Rigi. Kotzlastig, ja. Nee, kopflastig, der Rigi. Wo steckt der fest? Im Maisacker. Ich habe ja noch so viel Mist liegen. So, nun ist ja relativ früh hier. Siehst du ja, Frühling, früher Frühling. Und ich hatte auch hier einen Winter auf der Karte mit extrem viel Schnee. Also so viel Schnee habe ich noch nie gehabt. Und hier... Also auch ganz viel Regen die letzten zwei Tage und wahrscheinlich ist der Boden noch zu feucht gewesen oder so. Also die erste Spur hat er bravourös geschafft. Und als ich in die zweite Spur gefahren bin, obwohl der Mistwagen dann ja schon... Ja, okay, der ist auch vielleicht ein bisschen zu groß für den Unimog, will ich nicht sagen, aber... Ich meine zu den Stücken, die da hinten liegen, da... Will ich nicht unbedingt mit einem 5000 Liter Miststreuer fahren. Da dachte ich, na, ich der gute alte Ursus mit, ich weiß nicht, was da reinpasst, 15 Kubik oder so. Ja, wir müssen den gucken, wie wir das machen jetzt. War auch schon wieder kaputt hier. Mr. Knüsel. Trelleborg, ja, die haben ordentlich Stollen, ne? Oder was hat Michelin? Ne, hat nicht so dolle Stollen, denn Trelleborg. Lautstärke, ja, kann ruhig was höher hier. Ne? So, und was hat er noch? Was brauchen wir noch? Frontlader brauchen wir? Ne, brauchen wir alles nicht. So, das haben wir schon mal konfiguriert, ja. Dann brauchen wir jetzt nochmal ein Gewicht. Glaube ich. Eins, wo wir auch was ankuppeln können. Auch das kannst du ja anscheinend bei alle, wa? Ah, nehmen wir mal das Glas, das kommt optisch gut, ne? Und ist nicht so klobig, sieht das nicht aus und so, dann nehmen wir dann auch mal. 600 reicht das? Ah, wir fangen mal an mit 600. Manchmal ist das auch gar nicht so gut. Weißt du, wenn du auf einem nassen Acker bist, kommt ja auch drauf an, was für ein Boden. Also manchmal ist das nicht gut, den Trecker auch zu ballastieren, aber naja, das kommt immer drauf an. Ne? So, aber das ist ja... Mehr wie lächerlich. Robert, da hättest du auch eben eine Nummer dicker nehmen können. Ah, da kann man ja auch noch konfigurieren, ne? Oder wie war das? Komm schon. Komm schon, Mr. Knüsel. Mr. Knüsel, give me a dream. Also, dann brauchen wir... Oh Gott, wo finde ich die denn jetzt auch noch? Diverses? Wartest du bei Diverses? Ja, da. Wo ist er denn?
Bonjour. Eine Boa. Kette nicht angehängt. Wie mache ich das denn? Kette wechseln, wie war das auch noch? X. Ha! So. Kriege ich die denn auch noch da dran? Abnehmen? Nee, abnehmen will ich die nicht. Na, dann schlug ich die so hinterher, wa? Oder? Ich habe die Kette noch nicht oft. Was, wieso? Was ist denn 1? Wieso steht da 1? Hallo, Harry. Das ging doch auch irgendwie, dass ich... Ich hatte ja letztens nachts mal so ein Malheur. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube oder woanders war. Aber wir haben ja schon mal hier die Raupe. Die habe ich ja so unglücklich auf dem Tieflader gefahren gehabt. Dass ich die dann nicht mehr runtergekriegt habe. Da haben wir auch versucht, die mit der Kette zu ziehen, obwohl auf dem Tieflader hat das nicht so gefruchtet. Du, wir fahren da erstmal hin. Die machen ja wohl dahinter bleiben, so lange, wa? Ja. Was war das denn gerade für ein... Hat er mir da denn anges... X? Ankuppeln! Was macht der denn jetzt? Wieso geht der denn jetzt aus? Sieht zwar komisch aus, aber... Schleppt er sich jetzt selber ab, oder was? Ja, die habe ich auch noch gar nicht geholt. Ja, stimmt. Aber das war auch, ich konnte auch gar nicht aufs Feld rausfahren bei dem Schnee. Also das war hoffnungslos. Das war kurz zu abhaken. Pass auf, Vorführeffekt. Jetzt steige ich in den Unimog rein und jetzt fährt er weiter. Aber ihr habt gesehen, dass er gerade festgesteckt hat, ne? Ah, siehst du, er hängt vorne noch ziemlich drin. Mal gucken, ob er es wieder tut. Tut's nicht. Was? Wieso ist der denn schon wieder aus hier? Oh Gott, der rutscht jetzt schon. X und jetzt, wie geht das jetzt? Wie geht das denn jetzt hier? Ja. Wieso geht es so nie ab?
Gerade Feierabend, ja, sauber. Oh, wie geht das denn mit diesen Ketten auch noch hier? Scheiße, Objects aufheben. Ist doch nicht wahr, oder? Das verstehe ich nicht. Was machst du denn hier für eine Kacke? Schon wieder mit dieser blöden Kette. Da, letztes Mal, da habe ich mich schon so drüber aufgeregt, Alter. Alter, mach das Ding da ab. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. X. So. Ich werd wahnsinnig, war diese Scheißkette. Oh Gott, was regt mich da auf? Wieso geht das denn nicht einfach? Wieso immer? Ah, kriegst das da wieder nicht ab? Oh. Zu viel, ey. Ist das ein Schrott, ey? Ist ehrlich, du kannst so kotzen, wa? Alter, wenn du die nicht an dem Gewichtsstück festmachst. Wie das ist, naja, könnte ich mich schon wieder aufregen, wa? Das geht schon wieder nicht. Geht schon wieder nicht. Ey, was haben da solche Sachen für einen Wert im Spiel, wenn das alles überhaupt nicht geht, du? Ausrasten könnte ich schon wieder, ja. Hat irgendeiner von euch schon mal mit dieser Scheißkette gearbeitet? Wie funktioniert das? Mann, oh Mann, oh Mann, ey, ich kann schon wieder... Katze, ich komm gleich, ich rieg mich hier gerade auf, ne? Du bist nicht schuld, nee. Verdammte Kacke nochmal, echt. Katze, jetzt nicht. Mann, oh Mann, ey. Warte, ich muss die Scheißviecher im Haus schmeißen.
Oh, was ist das denn schon wieder? Gott im Himmel nochmal, ehrlich. Fährt er denn nicht? Ich verstehe das nicht. Alter, gib doch mal Stoff hier! Meine Fresse, ey! Was soll denn so ein Quatsch, wenn das alles nicht geht, ey? Das wird gehen, wenn ich den Unimog nicht alleine ziehen müsste, wenn das Scheißding mal mitlaufen würde. Wie kriegt man den denn dazu, du? Mann, oh Mann, oh Mann, ehrlich. Ah, Hauptsache schön wackeln dabei, richtig, ey. Was heißt, schalten Sie die Drosselklappe aus, B? So geht das nicht. Ey, das kann's doch nicht sein so, oder? Dann brauche ich so einen Mod doch nicht zu machen, wenn er nicht läuft.
Wieso fährt er denn jetzt nicht mit, Mensch? Ich krieg zu viel hier. Markus, ich krieg hier Blutdruck, ey. Weißt du, hast du da schon mal mitgespielt? Wie geht das, dass der eben vernünftig mitfährt, ey? Es geht hier nichts mehr. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen hier. Alter. Nee, hier geht nichts mehr. Spielabsturz. Ich habe hier keinen. Ich kann hier entweder nur den das Spiel ist sowieso gerade abgekackt. Ich komme hier nicht mehr raus und nichts. Finn, hallo. Ja, Entschuldigung, Finn, ich habe gerade Blutdruck hier, weil hier nichts läuft. Wenn das alles nicht läuft hier mit dem Abschleppen, dann müssen wir doch wieder mit 500 PS Schlepper spielen, um hier einen 3-Tonnen-Anhänger über den Acker zu ziehen oder was. Ey, das kann doch alles nicht angehen, wa? Boah, Robert, komm runter. Ja, ich habe auch zu wenig gegessen, aber ich habe schon wieder Hunger, ey. Aber echt, joa, könnte ich jetzt ausrasten, könnte ich, wa, über diese Scheiße, ey, wa? Im 17er oder 15er gab es eine Kette, da hast du die reingesetzt, hast die zwischengemacht, hast im Hinteren irgendwie über Follow Me gesagt, dass er den ersten überholen soll, der ist losgefahren und dann konntest du ziehen und dann hast du gezogen und dann, ne? Und nicht so ein Gezitter wie hier, ey, das ist ja wahr. Mann. Ah, die habe ich nicht. Da muss ich gleich mal gucken, Markus. Abschleppstange gibt es hier denn auch beim Modhub? Oh, wann hat der denn zum letzten Mal gespeichert? Das ist ja toll. Oh, das ist nicht. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Was hast du denn, Finn? Achso, die haben so 117 Euro bei Minecraft abgeklaut oder was? Wie geht das denn?
hast du wem gegeben? Wie kann man denn, wie geht das denn bei Minecraft? Ich habe Minecraft noch nie gespielt. Wie kannst du denn da eine 117 Euro bescheißen? Wieso fährt er sich jetzt denn nicht fest? Hey. Ich kann das nicht ab, Markus. Wie gesagt, bin auch hungrig, da bin ich leicht mal. Weißt du, ich bin dann so in meinem Spielfilm drin, ne, und dann denke ich natürlich auch, ne, diese Kette, ne, und mach das eben schnell wie in echt, wa? Und dann, ey bitte, wenn das nicht geht, solche Mosse, dann lass sie doch einfach sein, wa? Alter, ihr könnt so durchdrehen bei sowas, wa? Das ist so ehrlich. Aber vielleicht war das sowieso ein Bug, weil jetzt läuft der Unimog ja auch durch. Vielleicht ist er irgendwie, weiß ich nicht, was weiß ich, was das Spiel gerade hatte. Jetzt kommt er ja auch wohl gut klar hier. Katze, was ist denn? Oh Gott, ich kack gleich ab hier, aber. Gleich alle nach draußen, ich sage euch das, was? Ja, vielleicht hätte ich mir vorher auch mal eine Bedienung von der Kette angucken sollen, aber ich gucke gleich nochmal nach der Stange. Also ich habe im 15 oder so einen Teil drin gehabt, weißt du, da hast du einfach dem hinteren Fahrer dann auch gesagt, ne, follow me an und ne, fahr 10 Meter vor das erste Auto, der fing dann an Gas zu geben und dann konntest du mit dem ersten Auto ziehen, aber so gerade eben hier, das war ja gewackelt und das haut ja gar nicht hin von der Physik, wa? Katze, ja, Alter, ich reiß dir gleich den Kopf ab. Du lass mich hier immer in Ruhe, verdammte Scheiße. Alter, jetzt in so einem Moment auch noch immer so Nerven ankommen muss, ey. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe das nicht geschnallt, wie man das automatisch macht. Ich dachte, das wäre irgendwie simpel. Ich versuche die Stange auch mal, wa? So wie das Ganze da gerade gewackelt und gemacht und getan hat, scheint das auch alles nicht so koscher zu sein. So, ich muss jetzt erstmal einen Happen essen und ich schmeiße jetzt die Katzen raus und dann hier, weiß ich auch nicht.